Wenn es los ist, du sagst Bescheid. Jetzt haben wir ihn nicht gehört. 1, 2, 3. Michi, alles gut. Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind hier jetzt heute Mittwochabend. Mittwochs-Webinar geht immer um das Thema Training. Ja, heute haben wir ein besonders interessantes Thema in der Folge Nummer 53, ist es, glaube ich. 53 sind wir jetzt, Michael. Also ein bisschen mehr, seit über einem Jahr machen wir das. Und wir sind natürlich glücklich, dass wir so viele Teilnehmer und vor allen Dingen glücklich, dass wir immer so gute Gesprächspartner haben. Und heute darf ich euch vorstellen den Dr. Felix Söller. Er ist Arzt in München, Orthopäde und hat eine Praxis mit 4 Kollegen, also 4 ärztlichen Kollegen. Und dann haben wir unseren Resident Doc, ja, den Dr. Michael Lehner, der ja ein medizinisches Versorgungszentrum in Berlin hat und auch hier in München an der Athos Klinik eine Sprechstunde hat. Also das heißt, wir haben hier 2 Experten, die auch beide aus dem Sport kommen. Ja, und deswegen natürlich neben den beiden quasi unseren Stars heute Abend, ja, haben wir natürlich an meiner Seite noch unsere Produktchefin, die Barbara Lohse, die für das Produkt von Primetime Fitness zuständig ist, und den Michael Remlinger, der unser Marketing- und Franchise-Chef ist. Ich darf euch erstmal bitten, Felix, dich zuerst mal kurz vielleicht vorzustellen, ein bisschen was über dich zu sagen und dann dem Michael, und dann steigen wir das Thema ein. Ja, also guten Abend, liebe Leute und liebe Fans und liebe Mitglieder, die hier einschalten. Also ich bin Orthopäde in München, mache meinen Job jetzt auch schon mittlerweile seit gut 20 Jahren, habe meine Ausbildung auch in München gemacht und glücklicherweise auch in München studieren dürfen, über die Uniklinik Großhadern dann in die Praxis und bin dort seit ungefähr 15 Jahren, mittlerweile 16 Jahren, niedergelassen mit 3 weiteren Kollegen, wie gesagt, alles Orthopäden. Haben noch einen Kollegen dazu, der unfallchirurgisch-orthopädisch ist. Wir sind sehr sportmedizinisch lastig, das heißt, wir betreuen gewisse Vereine, Sportvereine, machen ein paar Events in der Richtung. Ja, ich bin auch sehr sportaffin, deswegen auch auf das Thema gekommen. Ja. Herzlichen Dank, Felix. Wer nicht aus München kommt, Großhadern ist die Universitätsklinik in München quasi. Bekanntes, hässliches Gebäude mit so einem Dachspoiler. Sagen wir mal, der Toaster, wenn man von der Lindauer Autobahn reinkommt, der Toaster auf der rechten Seite. Das ist Großhadern. Aber ich glaube, medizinisch eine der besten Kliniken, die wir haben, ja, glaube ich. Also es ist halt so, da tummelt sich einfach alles, was man orthopädisch in dem Spezialbereich nicht mehr draußen behandelt, wird nach Großhadern geschickt und da kann man dann eben auch seine Experten treffen. Ich glaube nach wie vor, dass es nicht so ist, dass jetzt die Uniklinik deswegen so die einzige Institution ist, wo man gute Medizin kriegt, denn man geht ja auch aus der Klinik raus, nimmt seine Erfahrung mit und ich denke, das hat sich mittlerweile ein bisschen nivelliert in unserer, sagen wir mal, sportmedizinischen, orthopädischen Landschaft in München. Aber das ist auch noch ein gutes Thema, richtigen Arzt wählen, denn es ist ja oft auch so, Michael, dass man sich natürlich auch als Arzt, auch als Orthopäde auf gewisse Sachen spezialisiert und da bist du ja auch neben deiner orthopädischen Tätigkeit, also orthopädischer Facharzt, hast du ja auch noch ein Spezialgebiet, ja, wo du, denke ich mal, mit allen Experten der Welt auch mithalten kannst, richtig? Ja, also auch hallo erstmal an die ganze Community wieder. Tatsächlich, ich bin auch Orthopäde und behandle auch viele Sportler natürlich und die ganzen sportmedizinischen Erkrankungen, auch degenerative Erkrankungen als Orthopäde. Und spezialisiert habe ich mich tatsächlich auf die Hände. Und mittlerweile vermeide ich den Begriff, das zu sagen, dass ich Handchirurg bin, weil dann immer alle denken, man erwartet die Menschen mit einem Messer in der Hand. Ja, das ist überhaupt nicht so. Eigentlich wollen wir versuchen, die Operation zu vermeiden und konservativ zu behandeln. Aber es ist eben Handspezialist und letztlich behandle ich alles an der Hand, aber auch den restlichen Körper. Und manchmal muss man die Hände auch operieren, das stimmt schon. Aber es ist auch richtig, ich operiere zum Beispiel keine Knie und keine Schultern. Da habe ich mein Netzwerk, so wie der Felix auch sein Netzwerk haben wird oder selber in seiner Praxis die Leute hat, die das machen können. Und so fügt sich das eigentlich ganz gut und hat man ein relativ breites Spektrum. Und tatsächlich geht es mir auch so, ich bin jetzt ich bin im 26. Jahr schon niedergelassen, also auch schon eine ganze Weile dabei. Und das Verdammte an dem Job ist, er macht immer noch Spaß. Aber so muss Medizin sein. Und was wir natürlich auch dankbar sind, ihr seid 2 Ärzte und ich habe es ja im Vorgespräch schon mal gesagt,
Ich stamme aus einer Arztfamilie, also mein Vater war Radiologe, mein Bruder ist Anästhesist und jetzt inzwischen Schmerztherapeut und war auch Notfallmediziner, also er kann auch jetzt zu Covid immer ein bisschen was sagen. Mein Neffe ist Arzt und ich denke, ihr seid auch von der Ärzte, die sehr sportlich aktiv sind und das ist, glaube ich, auch immer das Wichtige. Und da kommen wir jetzt auch noch näher dazu, was auch der Patient tun kann, also nicht nur, was der Arzt tun kann, sondern was der Patient tun kann, weil ich glaube, da sind unsere Community ja sehr interessiert. Nochmal zu den Regeln. Wir haben einen lockeren Plausch miteinander. Wir haben so ein paar Fragen vorbereitet, ein paar Interessen. Aber natürlich, liebe Zuschauer, Zuhörer, bitte über den Chat eure Fragen reinspielen. Der Michael Remlinger, der schaut jetzt wirklich immer ganz klar die Fragen und grätscht auch rein, wo es gerade passt. Also normalerweise schaffen wir es, alle Fragen zu beantworten und freuen uns natürlich auch, wo interessante Sachen sind. Wenn es natürlich zu speziell wird, nur für einen ganz spezifischen Fall, dann würden wir es gerne auch nochmal offline machen. Aber eigentlich sind immer die Fragen so interessant, dass die auch für alle brauchbar sind und auch die Antworten natürlich. Und so haben wir ein bisschen Interaktivität drin, dass das nicht so ein Kamingespräch zwischen uns wird, sondern dass wir auch hier natürlich das Publikum gerne mit einbeziehen. Felix, zum Thema Skoliose. Also erstmal, was ist denn eigentlich eine Skoliose? Klingt erstmal lateinisch und klingt erstmal nicht so schön, so vom Wortklang. Also es klingt jetzt nicht so weich und sanft und angenehm, sondern es klingt so ein bisschen unangenehm, Skoliose. Das klingt so, wie wenn der Arzt sagt, so Skoliose und dann denkst, machst dir schon Sorgen, also was das denn sein soll. Ja, dieser Begriff ist natürlich eins der fundamentalen Begriffe in der Orthopädie. Wenn man sich mal das Logo der Orthopäden anschaut, ist ja dieser Baum, der mit der Leiter verbunden und Kordeln sozusagen dieses Aufrichten des Baumes. Und das ist sicherlich eins der vielleicht ältesten Wirbelsäulenbefunde, die man überhaupt kennt, würde ich mal so schätzen. Klar, klingt nicht gut, ist aber eigentlich so gesehen eine Spielart der Natur so ein bisschen. Ja. Das heißt, diese Verkrümmung der Wirbelsäule, das heißt, diese S-förmige Skoliosenverkrümmung, entweder im Hals-, Brust-, Lendenbereich oder in allen drei Segmenten, ist jetzt nicht wirklich, sagen wir mal, eine Erkrankung im Sinne, dass das irgendwie, sagen wir mal, ein Defekt ist, der jetzt vielleicht durch falsche Ernährung oder durch falschen Sport oder irgendwas, durch falsche Belastungen entsteht, sondern leider ist es eine Spielart der Natur. Und solche Veränderungen im Skelett treten natürlich sehr früh auf und deswegen ist es eher so im wachsenden Skelett. Und deswegen, glaube ich, kann der Michael auch vielleicht bestätigen, dass man sagt, das ist halt einfach eine Sache, die man am Anfang gar nicht so wahrnimmt und dann über die Zeit beobachtet, gerade wenn das Kind dann und der Jugendliche wächst und dann eben voranschreitet, dass man dann merkt, hoppla, da stimmt was nicht und dann erstmal zum Arzt geht und sagt, hey, da ist irgendwas nicht in Ordnung und dann kommt die ganze Maschinerie, wo man dann eben mit Diagnostik, Bildgebung, heißt also, man macht ein Röntgenbild, untersucht den Patienten und stellt dann bestimmte Winkel fest und kann daraus dann Therapien ableiten, ja. Okay, und das Skoliose, ganz klar, die Wirbelsäule hat ja, ich weiß nicht, ihr habt die Fachausdrücke von vorne nach hinten, die Ebene hat es ja sowieso so ein Doppel-S und Skoliose heißt, wenn du von hinten auf den Mensch drauf schaust, ist so ist es. Also die skoliotische Definition, also Skoliose-Definition, würde ich sagen, ist die Betrachtung der Wirbelsäule von hinten. Und dann gibt es eben, wenn man sich vorstellt, eigentlich eine sehr geradlinige Wirbelsäule, die wirklich vom siebten Halswirbel runter bis zum sogenannten Kreuzbein eigentlich eine Linie bilden sollte. Und von dort weicht dann eben die Wirbelsäule nach links oder rechts ab. Und meistens ist es dann immer so, dass es in eine Richtung abweicht und dann im Gegenzug in der anderen Richtung, dass die Leute dann eben trotzdem gerade stehen, aber dann eben in der Form eine S-förmige Verkrümmung haben. Ne? Aber wie gesagt, von hinten betrachtet. Das heißt, der Felix hat schon gesagt, Michael bildet sich in der Jugend raus, heißt jetzt Lockdown, auch Homeschooling und so weiter. Das sind jetzt so die Voraussetzungen, wo die Jugendlichen die richtige, sage ich jetzt mal, Bewegung und Therapie haben, damit sie keine Skoliose bekommen. Ja, das also ich sag mal so, wer sich gut bewegt und vielleicht einen guten Muskelmantel aufbaut, weil er auch trainiert oder überhaupt Sport macht, der kann sicherlich auch etwas gegen diese Skoliose tun. Man muss natürlich sagen, dass ja viele gar nicht wissen, dass sie eine Skoliose haben, weil sie auch möglicherweise nur gering erstmal ausgeprägt ist, so wie Felix sagt, eben als Launenspiel der Natur. Und wenn die sehr ausgeprägt ist, dann weiß man es natürlich. Und Skoliose ist der viel schönere Begriff, als wenn man früher gesagt hat, der hat einen Buckel. Und dazu kommt, da muss man nämlich nochmal ganz kurz noch hinzufügen, die Skoliose ist eben nicht nur die
Verdrehung der Wirbelsäule sozusagen zur Seite, sondern die Skoliose macht auch noch eine Rotation in sich. Und wenn jetzt meine Wirbelsäule noch verdreht ist, dann kommt plötzlich der Rippenbogen. Also wir haben ja Rippen um unseren Brustkorb und plötzlich kommen diese Rippen nach oben auf einer Seite, weil es verdreht ist. Das heißt, die Kurve der Rippe, die eigentlich so in der Achsellinie liegt, die dreht sich plötzlich nach hinten oben. Und das sind dann Leute, die so einen Buckel hatten. Und Quasimodo, ja, von diesem schönen Film, wie hieß er, Anthony Quinn, der das hervorragend geschrieben hat. Der Glöckner von Notre Dame, oder? Ja, der Glöckner von Notre Dame, genau. Und nicht, der hat einen Buckel gehabt, ja. Und das sind die Menschen, wo man eben früher gesagt hat, die schlafen auf der Kochmaschine. Das sind diese alten Öfen, wo man die Ringe rausnehmen konnte, je nach Topfgröße. Weil wenn man so einen Buckel hat, kann man ja nicht glatt liegen auf dem Bett. Und das tut auch weh. Und du hast völlig recht, die das nur wenig ausgeprägt haben, die können mit Bewegung sehr, sehr viel machen. Das muss man schon sagen. Ne? Das sind diese leichten Formen der Skoliose. Sehr schönes Bild, Michael Remlinger. Ja, das ist so das Bild jetzt von hinten geschaut. Rechts sehen wir die gerade gesunde Wirbelsäule. Wir gucken also von hinten auf den Menschen. Und links ist eben so eine seitliche Abweichung. Und da sehen wir auch schon gleich, was die für Folgen machen. Ja, ich sehe schon Beckenschiefstand, Beinlänge. Ja, das Becken schief. Ja. Und wenn das Becken schief steht, dann sind plötzlich die Beine nicht mehr gleich lang. Und insofern ist wieder so die Skoliose, die ja das Achsorgan betrifft unseres Körpers, auch hat die ganz viele Auswirkungen auf unseren Gesamtorganismus. Ja, und ich würde auch sagen, die inneren Organe sind wahrscheinlich auch zum Teil betroffen davon, von der Lage und so weiter, oder? Ja, wenn es sehr stark ausgeprägt ist, also seitdem wir einen MRT haben und Felix wird das kennen, also ich sag mal, als wir beide wahrscheinlich gelernt haben, war das MRT ja noch so in den Kinderschuhen. Als es dann aber mehr wurde, hat man tatsächlich mal gesehen, wie so innere Organe plötzlich aussehen bei ausgeprägten Skoliosen. Also das ist schon echt abenteuerlich, was der Körper da an Toleranz auffahren kann und trotzdem noch funktioniert. Nee, also Der Skoliose muss man aber doch noch unterscheiden, ob es jetzt eine angeborene Skoliose oder eine erworbene ist. Mhm. Und ich glaube, das kann nicht nur im Kindesalter passieren, sondern auch noch im Erwachsenenalter auch hervorgerufen, durch einen Sturz vielleicht, ja, oder sogar ganz bestimmt, ja, wenn du nämlich auf dein Steißbein fällst und du kriegst da einen ordentlichen Schlag drauf, dann kann das ganz gut passieren, oder? Ich glaube, man muss tatsächlich ganz klar diese zwei Komponenten differenzieren. Wir haben natürlich diese sogenannte erworbene, sprich angeborene, man nennt es auch idiopathisch, also das ist das, wo wir Ärzte sagen, idiopathisch, es gibt keinen Grund dafür, einen erkennbaren Grund, nennt man in idiopathisch. Diese sind eigentlich diejenigen, von denen wir auch sprechen. Das sind die im Jugendlichen oder Kindesalter beginnenden Verkrümmungen. Ich stelle ja immer oft fest, dass die Leute deswegen, die kommen ja nicht wegen sagen, ich habe einen krummen Rücken, sondern die sagen, mein Becken ist schief. So, und dann stellt man fest, ja, es ist schief. Und dann haben wir eben von Michael diese Skizze gesehen. Und da sieht man dann plötzlich, der Beckenstand ist schief. Gut, das ist per se jetzt nicht Schlimmes. Und dann kommt man erst auf die Idee, sich mal die Wirbelsäule anzuschauen und stellt fest, oh, da beginnt eine Krümmung. Das sind sicherlich noch leicht ausgeprägte Formen, bis es dazu kommt, dass wirklich dann diese Rotationskomponente eine Rolle spielt und man dann eben durch das einfache Vorbiegen, das heißt, man stellt den Patienten vor sich hin und lässt ihn einfach nach vorne sich zum Boden beugen, schaut, wie weit kommt er mit den Händen runter und dann sieht man auf einmal diese ganz krasse Rotation. Ja, da hebt man plötzlich den, wie der Michael auch gesagt hat, diesen Rippenbuckel dann vorheben. Das ist dann manchmal stärker ausgeprägt, als man im Stehen überhaupt sieht. Und man ist völlig überrascht, was da für eine Rotation eine Rolle spielt. Und in der Tat ist es so, dass man sich völlig verwundert ist, wie viel die Natur dann trotzdem ausgleicht. Dass diese Leute dann von außen betrachtet, auch außer die haben natürlich einen extremen Buckel wie Quasimodo, die man zum Glück seltenst noch sieht, ja. Wir haben ja diese lustige Geschichte früher in München, in Harlaching gab es ja das besagte, berühmte Krüppelheim.
eben, da waren dann diese Menschen alle untergebracht, weil das war ja ein Dogma, ein Stigma vom sonst, vom anderen Stern. Deswegen hat man die dann wirklich weggepackt. Das ist jetzt eine orthopädische Klinik, also eine Privatklinik, aber nicht eines privaten Trägers. Ist jetzt, und das war das Krüppelheim. Und da waren diese ganzen Skoliose-Patienten, diese ganzen Quasi-Modus, die in München vor 100 Jahren rumgelaufen sind. Ne? Aber warum jetzt vielleicht, weil du es gerade gesagt hast, warum kommt jetzt das nicht mehr so häufig vor? Also diese ganz krassen Fälle, kann man da früh was machen oder auch früh operativ eingreifen in der Jugend oder woran liegt das? Also man muss vielleicht jetzt mal noch ein bisschen einen Schritt zurückgehen und das Ganze nochmal vielleicht auf die Einteilungen bringen. Es gibt gewisse Einteilungen, die wir dann feststellen. Meistens durch ein, sagen wir mal, ein einfaches Röntgenbild lässt sich diese Verkrümmung ja schon mal sehen und auch ausmessen. Und danach lässt sich sehr schön diese Verkrümmungsgrade einteilen, bestimmte Stufen, das nennt sich nach Kopp, ist ein Begriff, ist nicht wichtig, aber letztendlich danach richtet sich die Therapie und man kann es sozusagen also sagen. Also ist es quasi so ein Gradmesser, wie so Gradmesser, eine... Genau, das heißt, danach richtet sich so ein bisschen, wie viel Grad ist diese Verkrümmung wirklich zu vermessen und jetzt sagen wir mal, 80% würde ich sagen, schätzungsweise sind eher so bis 20 Grad. Das heißt also, wir haben einen Krümmungswinkel, der nicht größer als 20 Grad ist. Das ist sozusagen die Stufe 1, Korb 1. Dieser würde natürlich erstmal ganz klar konservativ behandelt. So, jetzt sind natürlich erstmal die Kinderärzte da auch geschult. Das heißt, die sehen ja die Kinder dann schon, weil der durch verschiedenen Untersuchungs, Screenings fällt da schon auf. So, wenn da einer drüber stolpert, sagt, dann geh mal zum Orthopäden oder selber. Und durch die ganzen, ja, auch frühzeitigen krankgymnastischen Behandlungen werden auch schon Kleinkinder behandelt. Das heißt, man kann die schon frühzeitig packen. Man gibt verschiedene Techniken, wie man mit den Kindern arbeiten kann. Das ist der Grund, warum da ein sehr frühes Augenmerk auch dazu führt, dass man eben kaum, oder ich würde fast sagen, also ich kenne vielleicht aus meiner Praxis vielleicht 2, 3, aber die haben schon eine 9 davor, zweistellig, die und alle anderen sind einfach schon früh abgeholt. Ne? Und dann eben die Komponente, wo man sagt, so wenn das diese Person schon so weit informiert ist, zu sagen, du kannst auch viel selber machen, du hast es in der Hand. Ja? Und nicht nur der Therapeut muss mit dir arbeiten, sondern du musst mit dir selber arbeiten. Und da kommen wir eigentlich auch dazu, was kann der Patient auch machen für sich selbst. Ja? Nochmal zur Analyse, Michael. Wie oft diese 20 Grad, quasi diese Koch 1, wenn ich das richtig verstanden habe, das ist im Prinzip, das ist so das Häufigste, wo du 80% ungefähr hast. Und wie viel Prozent der Menschen haben das? Also gibt es überhaupt jemand, der total gerade ist und gar keine Skoliose hat? Oder muss der nur von euch genug untersucht werden? Dann hat er auf jeden Fall eine. Also die meisten haben ja wohl eine Beinlängendifferenz, ne? Also ich glaube, wenn man lange genug untersucht, genügend Hilfsmittel einsetzt, wirst du feststellen, dass es keinen absolut symmetrischen Menschen gibt. Aber das tun wir ja nicht. Das heißt, wir machen es ja genau so, wie der Felix gesagt hat. Wir verlassen uns ja erst einmal auf unsere klinische Untersuchung. Und wenn wir da nur geringe Dinge oder gar keine feststellen, dann ist ja auch erstmal gar kein weiterer Schritt notwendig. Und wenn wir gravierendere Sachen feststellen, dann muss man natürlich herausfinden, und da komme ich jetzt auf Barbara zurück, weil sie sagt, das ist doch primär, ist es dann vielleicht auch eine Beinlängendifferenz, dann muss man natürlich auch ein bisschen schauen, warum hat derjenige diese Wirbelsäulenverkrümmung? Ist es, weil eine Beinlängendifferenz da ist? Mache ich ein Röntgenbild, um herauszufinden, ob vielleicht eine Wirbeldeformität, also ein Wirbel kann ja auch anders aussehen. Ne? Es gibt Keilwirbel, die sind auf einer Seite jetzt plötzlich nicht so hoch wie auf der anderen Seite. Also schon ist die Wirbelsäule ein bisschen schief. Und der Sache müssen wir natürlich nachgehen. Und insofern kann man sagen, natürlich gibt es kaum ganz gerade Menschen, aber es gibt eben auch nicht so wahnsinnig viele, die jetzt ganz ausgeprägte Skoliosen haben und viele Skoliosen, die nur leicht ausgeprägt sind, können ja muskulär eben dann auch therapiert werden. Gut, jetzt kommen wir ja noch zu einer Sache. Du gehst ja nicht zum Arzt normalerweise, wenn es nicht irgendwie wehtut oder wenn es nicht krass optisch sichtbar ist, ja. Felix, was sind so deine Sachen oder so typische Befunde, mit welchen Beschwerden oder Beschwerdebild kommt man zum Arzt und sagt sich, du, schau mal, Doc, schau mal danach, also irgendwas stimmt hier nicht? Also ich denke, dass eindeutig die muskulären Verspannungen da absolut
die Hauptdiagnose sind oder die Hauptbefunde, wo der Patient kommt. Der hat Verspannungen. Manchmal beginnt es einfach nur im Nacken, dass die Nacken verspannt sind. So, dann sehe ich er sagt natürlich, ich hab Schmerzen im Nackenbereich. Er weiß ja nicht, ob das von Muskeln kommt. Er könnte auch denken, es kommt von Nerven oder ich habe was ganz Gravierendes. Ja, also, Er kommt und er sagt Nackenschmerzen, dann gehört natürlich die körperliche Untersuchung. Man schaut sich das Ganze an und merkt, natürlich ist er da verspannt. Und dann kommt so der erste Blick, ist es vielleicht asymmetrisch. Das heißt, dass eine Seite vielleicht höher steht als die andere. Dann geht es natürlich weiter Richtung Brustwirbelsäule. Dann schaut man sich mal die Muskulatur an, die Schulterblätter. Wie stehen die Schulterblätter? Sind die vielleicht verschoben, eine nach unten, eine nach oben oder eine nach vorne, nach hinten? Also dieses optische Bild führt dann schon einen dazu zu schauen, ob die Wirbelsäule da vielleicht irgendwelche Verkrümmungen, Rotationen, also Verdrehungen hat. Insofern ist so das Schmerzbild per se, was ich eigentlich sehe, ist immer der Verspannungszustand. Also Schmerzen über die Muskulatur. Es ist eigentlich fast nie so, dass man sagen kann, die Skoliose tut ja eigentlich per se nicht weh. Also es sind ja keine Schmerzen durch die, weil diese Skoliose ja extrem langsam wächst, also gerade im Wachstum. Also wenn wir jetzt von der sozusagen angeborenen Skoliose sprechen, das ist ja ein Prozess, der über Jahre geht, bis das Skelett sozusagen fest wird, also ausgewachsen ist. Und insofern denke ich, dass die Schmerzen vielleicht im Wachstum kommen können, wenn dann die Bänder schieben. Also wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Skoliose eine Kurve macht, eine Krümmung macht, dass die Bänder natürlich etwas langsamer wachsen als der Knochen, dann kann es natürlich ein Bandschmerz sein, aber das kann der Patient nicht artikulieren. Das heißt, er kommt mit Schmerzen so ein bisschen neben der Wirbelsäule. Aber nochmal zu betonen, die Wirbelsäule an sich ist ein völlig schmerzfreies Phänomen. Was es macht, ist eher die Symptome, die durch die Folgen kommen, ne? Also Verspannungszustände etc. Also mein Rückenkanal ist normal. Also in der Tat ist es wirklich so, dass wenn man sich das, oft ist ja so, dass man dann zum MRT greift und dann sieht man, dass eigentlich die wir reden jetzt immer noch von sehr milden Formen, nicht von den ganz krassen Fällen, dass der Wirbelkanal eigentlich kaum eingeschränkt ist, weil die ganzen anatomischen Strukturen, also die Nervenstrukturen des Rückenmark und so weiter, eigentlich sich dann sozusagen anpassen und mit der Skoliose mitwachsen und sich verformen. Aber der Kanal selbst, die Bandscheiben, die schauen alle in Ordnung aus. Es sieht aus wie eine gesunde Wirbelsäule, die leider nur einen Schubs bekommen hat. Ja. Was wir halt bei Sportlern oft sehen, oder worauf wir immer achten müssen, wenn Sportler sehr häufig also mit Problemen in diesem Iliosakralgelenk kommen, also diese Verbindung des Kreuzbeins zur Beckenschaufel. Was ja eigentlich kein Gelenk ist, sondern so eine Knorpelstruktur, gell? Ja, es ist schon, es ist halt kein fester Knochen, also es hat schon bestimmte Kriterien des Gelenkes, es ist aber so stark fixiert, dass es sich nicht so wahnsinnig doll bewegt, ne? Und da muss man immer ein bisschen hellhörig sein. Wenn die immer, es bewegt sich, wenn es nicht soll. Manchmal eben, wenn es nicht soll. Und dann steht es schief und dann tut es weh. Und da muss man natürlich gerade auch bei Sportlern, die immer wieder damit Probleme haben, hellhörig werden und auch wirklich eben das ganze Achsorgan anschauen. Weil wir haben ja in dem Bild, in der Grafik von Michael Remlinger gerade gesehen, dass das Becken bei der Skoliose eben auch schief steht. Also haben wir natürlich auch ein Ungleichgewicht auf diesem sogenannten Iliosakralgelenk. Und da kann es dann zu Blockaden, zu Fehlstellungen und vor allem zu Schmerzen kommen. Gut. Michael, zeig mal, wo das Iliosakralgelenk liegt. Das liegt da am Übergang, gell? Da? Zack. Also da muss man sagen, man hat zwei. Ne? Eins ist auf der rechten Seite und eins ist auf der linken Seite. Da, wo er die Punkte anmalt und wenn die Punkte jetzt noch ein Stück weiter nach unten zu dem ersten Loch gingen, wenn er das fortführen würde, das ist genau die Gelenklinie. Sehr schön, Micha. Zwischen diesen zwei Punkten auf jeder Seite ist die Gelenklinie dieses sogenannten Iliosakralgelenkes oder Kreuzbein-Beckengelenk, vielleicht übersetzt auf Deutsch. Fein. Wie machen Sie diese Schmerzen bemerkbar? Also die sind dann in diesem Bereich und ich weiß, das tut, die Barbara hat das ab und zu, das tut richtig weh, glaube ich. Also wenn die sich richtig bemerkbar machen und sau weh tun, das sind die Patienten, die immer sich wünschen, dass wir eigentlich zu denen nach Hause kommen, weil sie sagen, ich komme gar nicht mehr aus dem Bett raus oder vom Tisch hoch. Ja. Das ist ja oftmals der eigentliche Hexenschuss. Ja. Ja, das strahlt auch aus. Würde ich bestätigen. Also das Iliosakralgelenk ist ja ein sehr blödes, völlig unnötiges Gelenk, ja. Leider anatomisch, aber doch da. Und das sieht man sehr häufig. Gerade, dass diese statischen Komponenten eben wie bei einer Skoliose oder Beckenschiefstand immer wieder mit ihren
ISG-Beschwerden kommen. Und das ist dieser tiefsitzende Schmerz, punktuell so in den Po reinstrahlend, vielleicht ein bisschen Oberschenkel runtergehend, manchmal auch so nach vorne ins Becken, das ist der Klassiker. Ne? Und der Unterschied ist eben, wo ich dann oft, wenn der Patient kommt und sagt, ich habe einen Hexenschuss, ich habe einen Bandscheibenvorfall, und dann frage ich natürlich, wohin strahlen die Beschwerden? Der Unterschied ist natürlich, dass der Nerv eben zum Beispiel bis zum C, bis zum Großzeh runterzieht, das ISG eben nicht. Ja? Und das ist ein sehr, sehr häufiges Phänomen. Ja. Ist dann der Schmerz beim Iliosalakalgelenk, ist das ein Muskelschmerz oder ist es ein Nervenschmerz? Also da gibt es sicherlich unterschiedliche Meinungen, aber wenn ich jetzt meine Erfahrung sehe oder sage, es ist im Prinzip eigentlich ein kapsulärer Schmerz übersetzt, das heißt, das ISG-Gelenk hat ja auch eine Kapsel, deswegen sagen wir überhaupt Gelenk dazu, auch wenn es nicht das typische Gelenk ist mit zwei Gelenkflächen, die sich bewegen, sondern es ist eine Platte, sind zwei Fugen, so zwei Platten, die aufeinander kleben, und es hat natürlich ganz viele Bandstrukturen und vor allem ganz viele Nervenfasern. Und wenn es sozusagen blockiert oder wehtut oder sich entzündet, dann senden diese ganzen Schmerzfäserchen diese Schmerzsignale aus. Also es ist eher so ein Faserschmerz, ein Gewebeschmerz von den Kapselgewebe, kann man sagen. So als Berliner, Henrik, hätte ich gesagt, das ist ein Scheißschmerz. Kann ich nur aus München zurückgeben, ja. Michael, haben wir schon Fragen dazu? Also nicht nur eine, sondern wirklich sehr, sehr, sehr viele. Das freut mich auch ganz besonders. Vor allen Dingen haben wir auch Leute dabei, die wirklich mit dem Thema zu kämpfen haben, gerade im Bereich der Skoliose. Ich würde einfach mal gern oben mal mit ein paar Ansätzen zu sein. Haben wir, glaube ich, den Zusammenhang zwischen dem Beckenschiefstand und der Skoliose schon mal erklärt. Ne? Also dass eine Skoliose immer das Becken natürlich dann auch in die Schieflage entsprechend mitbringt. Jetzt ist hier eine Frage, wird die Skoliose durch Beckenkippung verursacht in Form eines verkürzten Hüftbeugers? Also ich meine, wenn jetzt ein Hüftbeuger verkürzt ist, muss es eine Ursache haben, entweder liegt es am Hüftgelenk. Und der Hüftbeuger setzt natürlich richtigerweise an den unteren Lendenwirbelsäulensegmenten an. Okay, aber wie gesagt, zu dem Thema zurück, die Skoliose entwickelt sich ja über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Das ist ein Prozess, der nicht in Monaten entsteht. Die Wirbelsäule verkrümmt sich nicht im Bereich der Wirbelsäule, dass sie einfach falsch wächst, wenn irgendwo der Muskel daran zieht. Das muss ja eine Ursache haben. Und wenn jemand jetzt jahrzehntelang Hüftbeugerverkürzung hat, vielleicht, ja, aber dann frage ich mich, wo die Ursache vom Hüftbeugerproblem ist. Also ich würde sagen, nein, definitiv. Dafür reicht die Zeit einfach nicht. Wenn es so wäre, dann würde ich eher erwarten, wenn der Hüftbeuger sich wenn der verkürzt ist, dass das Becken sich verkippt. Das kennen wir oft und es wird ja auch in der Therapie dann auch immer wieder, wenn der Hüftbeuger verkürzt ist, auch mit ausgerichtet. Aber die Skoliose, würde ich sagen, meiner Meinung nach nicht durch einen Hüftbeuger verkürzt erzeugt wird. Ich glaube, es gibt da nur ein einziges Beispiel. Tatsächlich, ich habe ja auch in so einem Krüppelheim gelernt, also im Oskar-Lehner-Heim in Berlin. Wir hatten da tatsächlich so eine eigene Skoliose-Sprechstunde, in der ich auch mal eine Zeit lang war. Wir haben tatsächlich einen einzigen Jungen gehabt, der angeboren auf einer Seite eine Lähmung des Hüftbeugers hatte. Und der kam zu uns, ich glaube, da war der schon 28. Und es waren dann natürlich noch andere Symptome, die aber nicht erkannt worden sind. Und da ist es tatsächlich so, dass offensichtlich die Hüftbeugerseite, die funktioniert hat, hat so ein bisschen diese Skoliose mit ausgelöst. Mhm. Ja. Aber der hatte natürlich auch Probleme im Gehen und so weiter. Also so kam man eigentlich darauf. Aber ich gebe Felix völlig recht. Also nur über eine Verkürzung. Aber die Verkürzung des Hüftbeugers, quasi die vordere Seite, ist ja insgesamt auch ein anderes Thema oder ein anderes größeres Thema, über das man jetzt gerade im Moment wahrscheinlich Homeoffice sitzende Tätigkeiten auch wahrscheinlich den ganzen Abend sprechen kann. Also das ist auch verschiedene andere. Also die kommen auch zu euch, also mit Beschwerden auf jeden Fall. Da können wir noch länger drüber reden, ja. Es kann natürlich auch sein, wenn die Schmerzen so groß sind, dass man sich nicht mehr bewegen will und man sitzt nur noch und dann verkürzt sich der Hüftbeuger dann dadurch. Ja, auch die ganzen operierten Patienten, die an der Rückenseite operiert werden, die haben tatsächlich einfach doch damit zu kämpfen später. Aber das ist ein anderes Thema, weil das hat einfach mit der Skoliose per se definitiv nichts zu tun. Dann
Hier eine Anmerkung von der Cindy. Hendrik, die Cindy dürfte Ihnen noch bekannt sein aus Berlin. Einen schönen Gruß nach Berlin, Cindy, von uns. Ja, super, Cindy, dass du dabei bist. Mit 12 Jahren ein Korsett aus Vollplastik erhalten, hat keinen Erfolg gebracht, dafür aber sehr viel Schmerzen verursacht. Geht dann noch mal ein bisschen weiter. Gezieltes Training wurde ihr in den letzten 20 Jahren diesbezüglich nicht verschrieben. Und jetzt konkret die Frage, was kann man gegen ISG-Beschwerden tun? Gibt es Übungen? Denn Osteopathie hilft zwar ein Stück weit, aber jetzt nicht auf die Dauer. Vielleicht, man kann ja einmal so einsteigen in das Thema, damit unsere Zuhörer überhaupt verstehen, was bedeutet das, warum hat jetzt Cindy offensichtlich, warum hat die ein Korsett getragen? Ja, was soll denn der Quatsch? Was macht denn so ein Korsett? Das ist doch eigentlich, also es geht nicht um so ein Korsett, um eine Wespenteile zu haben, sondern es geht um ein Korsett, was an bestimmten Druckpunkten des Körpers ansetzt und tatsächlich Widerstände gibt. Und so ein Korsett verschreibt man den Kindern in ihrem Wachstumsalter. Das heißt, das muss auch wirklich dann sein, wenn die Kinder noch wachsen. Und da kann man auch vielleicht mal gerade für Frauen, es gibt so Faustformeln, dass man eben sagt, nach Beginn der Regel wachsen Mädchen noch ungefähr 2 Jahre, wo wir das Wachstum auch wirklich beeinflussen können. Und das gelingt uns zuweilen mit diesem Korsett. Jetzt sagt die Betroffene ja, es hat bei mir irgendwie gar nichts gebracht. Und da muss man natürlich jetzt auch wieder differenzieren. Das ist immer aus der Ferne schwierig und ich möchte ihr da auch gar kein Unrecht tun. Gar nichts gebracht. Aber Cindy, der Michael ist auch in Berlin. Also er praktiziert in Berlin. Ja. Also, wir kennen uns ja, du warst ja bei uns lange Jahre tätig, super. Dann kannst du sicher auch dort mal persönlich vorbeischauen. Ja? Gar nichts gebracht, muss man natürlich gucken. Heißt das, es ist nicht besser geworden? Okay, dann hat es erstmal für die Betroffene nichts Augenscheinliches gebracht, aber es kann auch unglaublich viel gebracht haben, dass eben dieser Winkel, von dem Felix vorhin gesprochen hat, nicht viel, viel schlimmer geworden ist. Auch das verhindern wir zum Beispiel mit so einer Therapie. Und das vielleicht nur erklärend, warum trägt man ein Korsett bei Skoliose? Ja, ganz kurz, damit sich jeder ein bisschen was vorstellen kann, ich habe mal kurz ein Skoliose-Korsett hier aus dem Netz gezogen. Also vielleicht kann ich noch ergänzend dazu sagen, eine Korsettversorgung, wie jetzt auf dem Foto, ist für keinen Patienten eine wirklich angenehme Situation. Also es ist wirklich so, ich kenne auch in Großhadern eben die Skoliose-Sprechstunde mitgemacht. Es ist für die Betroffenen echt eine Qual, aber man muss sie da durchführen. Es ist richtig, dass es, wenn das die einzige Chance, die man hat, bei einem sehr hohen Skoliose-Winkel die Wirbelsäule, ich sag's mal wieder, zurechtzubiegen, ist eben so eine Anlage eines angepassten Kunststoffkorsettes. Und das drückt eben genau an die Stelle, wo die Wirbelsäule die Biegung macht, versucht man es wieder zu begradigen, auf der anderen Seite gegenzudrücken. Es ist eine sehr schmerzhafte Prozedur. Und kein Kind mit 12 freut sich, wenn sie so ein Plastikding bekommt. Aber da gebe ich Michael recht. Das Ziel ist es eigentlich, bei so schweren Verläufen die Skoliose zu stabilisieren, heißt andersrum, den Winkel zu halten. Also es ist, ich glaube, man muss es den Eltern, also gerade wenn wir jetzt von den Kindern sprechen, schon sagen, dieses Korsett kann nicht eine gerade Wirbelsäule machen. Es kann dafür sorgen, dass das Fortschreiten der Skoliose definitiv abgefangen wird und vielleicht ein bisschen zurückgebracht wird. Aber es wird daraus nie eine gerade Wirbelsäule. Also das muss man verstehen. Man will nur, dass diese Leute nicht noch einen größeren Winkel bekommen und dann spätestens irgendwann vor der OP stehen, wo man dann lange Stäbe reinmachen muss. Das ist der Grund, warum man diese Korsagen und diese Korsettversorgung macht. Aber es ist definitiv nicht schön. Ja? Aber jetzt hat ja auch die Cindy, glaube ich, gefragt wegen ISG, Michael, wenn ich es richtig erinnere. Gell? Genau, es geht nochmal gezielt. Da waren ein paar Fragen dabei. Was tun, wenn die Schmerzen da sind? Was kann man gegen Skoliose trainieren? Hilft Mobility? Hilft Faszientraining? Also da war eine Menge Fragen rund ums Thema, was kann ich denn eigentlich selber tun in Form von Training? Oder muss ich es operativ behandeln lassen? Oder akzeptieren. Vielleicht,
Vielleicht nochmal eine kurze Ergänzung zum ISG-Thema, dass es nicht runterfällt. Also klar ist natürlich die ganze Kette der Krankengymnastik, manuellen Therapie, Osteopathie, alles gut, aber es gibt Fälle, wo man wirklich die Reizung nicht Herr wird. Und da gibt es schon Möglichkeiten. Es ist vielleicht ein bisschen am Rande des Themas, aber dass man sagt, man kann dort zum Beispiel Injektionsverfahren probieren, auch unter Röntgen und so weiter, dass man sagt, man versucht die Entzündung da zu eliminieren und manchmal auch mit einer sogenannten Hitzetherapie versucht, die kleinen Schmerzfasern dieses ISGs zu veröden. Aber das ist jetzt, wie gesagt, hat nichts mit der Skoliose zu tun, nur um Cindy vielleicht da einfach nochmal ihrer Frage und Antwort zu helfen. Aber es ist ja trotzdem eine Folgesache, weil wir hatten ja vorhin schon, wenn ich gesagt, so gelernt, ja, die Verkrümmung, die Skoliose kann natürlich ein Beckenschiefstand, ISG, also es ist ja alles eine Folgekette im Gebäude quasi. Ja. Aber ich glaube trotzdem, ist so, wenn eine erworbene Skoliose oder angeborene, machen wir es, die angeborene Skoliose eigentlich selten bei den Patienten ISG-Beschwerden macht. Höchstens vielleicht im hohen Alter noch, das ist noch ein anderes Thema, was natürlich dann dazu führt, weil natürlich die Knochendichte ein bisschen nachlässt, also die Knochen weicher werden, vielleicht da und hier ein kleiner Wirbel einbricht, dann verändert sich das ja auch nochmal. Und das sind ja auch die Sachen, die zu den erworbenen Skoliosen führen können. Und da können solche ISG-Probleme auch zustande kommen. Aber nach wie vor glaube ich, dass die ISG-Symptomatik definitiv wirklich operiert werden sollte. Da gibt es also ganz abwegige Geschichten. Ich denke, es ist wirklich eine Form der nicht operativen, konservativen Behandlung. Michael? Ton, dich hört man nicht, Michael. Dein Mikrofon ist noch aus, genau. Jetzt schon. Ja. Dankeschön. Man hat natürlich auch genau das, was gesagt wurde, man hat diese Faszienveränderungen, wir haben die muskulären Veränderungen. Bei der Skoliose haben wir natürlich immer regelmäßig, und das ist ja auch das, was wir sehen bei der Untersuchung der Patienten, wir haben auf der einen Seite einen stark verkürzten und wulstigen Muskel, so nenden wir das auch, der sogenannte Lendenwulst. Und auf der anderen Seite ist das gar nicht so ausgeprägt. Das heißt, wir müssen eigentlich auch erst einmal schaffen, bevor wir ins konkrete Training kommen, diese muskuläre Dysbalance so ein ganz bisschen aufzubrechen. Also diesen Tonus auf der einen Seite, die Spannung der Muskulatur auf der einen Seite etwas zu senken und auf der anderen Seite aber auch bereit zu machen, auf das Training ansprechen zu können. Denn nur die Muskulatur, die auch darauf vorbereitet ist, kann ja auch so ein Training ansprechen. Und deswegen ist es ganz oft so, dass dann der erste Schritt natürlich zu den von Felix erwähnten Osteopathen, Physiotherapeuten, Manualtherapeuten geht. Und dann gehen wir in das Training, um dieses aufgelockerte oder diesen aufgelockerten Zustand auch trainingstechnisch und muskulär zu halten. Danke. Dann kommen wir ins Spiel. Und dann kommen eben das kommen wir ins Spiel. Für den dauerhaften Zustand sind wir zuständig. Es ist leider so, also bei vielen Leuten sieht man das, die nicht wissen, dass sie eine Skoliose oder irgendeine Form von Schiefstand haben, sage ich jetzt mal. Ja, das ist einfach nicht gerade. Also es hängt die eine Schulter. Und dann machen sie Squats, ne? Mit der Langhantel oben drauf, viel Gewicht. Und dann siehst du immer, wie die Langhantel wirklich so steht und sie gehen dann trotzdem runter und heben dann ihre Gewichte, ja. Und das denke ich, also nicht das denke ich, das weiß ich, das ist natürlich Gift für die Muskulatur, da wo die Verhärtung ist, da wird es noch härter und es tut noch mehr weh. Aber wirklich, glaube ich, ein sehr guter Tipp, wie oft wir das sehen und deswegen auch wirklich, wenn ihr solche freien Übungen macht, lasst den Trainer mal von hinten drauf schauen, wie sieht das aus, weil da, ich glaube, das seht ihr auch, wenn ihr bei uns trainiert, immer mal wieder, dass dort man sich denkt, da sollte ich am liebsten mal anklopfen und dem kurz mal Bescheid sagen, was er da eigentlich macht, dass das vielleicht nicht unbedingt so gesundheitsorientiert ist. Also tatsächlich ist es auch wirklich sehr ratsam, wenn der Trainer, also gerade wenn es in so einem PT geschehen ist, wenn der wirklich in dem Moment mal sein Handy zückt oder das Handy das Trainierenden nimmt und einen kleinen Film macht oder ein Foto überhaupt mal macht, aber auch vielleicht mal so einen Bewegungsfilm macht, weil der Betroffene muss das auch mal sehen. Ja, man ist ja manchmal erstaunt darüber, man denkt, man macht alles richtig und plötzlich sieht man, die rechte Schulter geht vor und alles ist schief. Und also
das ist wirklich zur Visualisierung, ist das extremst hilfreich, auch mal einen kleinen Film zu machen. Super spannend, auch für denjenigen, der sich vielleicht selber mal filmen möchte, den sozusagen die Slow-Motion-Aufnahme zu nehmen, die es ja in den meisten Handys mittlerweile auch gibt. Und dann kannst du wirklich ja Bild für Bild das genau sehen. Und es ist manchmal erschreckend, auch bei mir selber, wenn du da eine Übung machst, wie du dann denkst, du machst die Übung jetzt korrekt, du konzentrierst dich und du findest aber trotzdem durch das Abgefilmte noch so viel Optimierungspotenzial. Deswegen finde ich das einen unfassbar guten Hinweis, Michael. Michael weiß, von was er spricht. Wir hatten nämlich einen Fotoshoot auf dem Dach und da stand ich dahinter und musste ihn korrigieren oder habe ihn korrigiert. Richtig. Aber das war wirklich super gut. Ne? Ja. Also da sieht ein Außenstehender, also selbst ein erfahrener, guter Trainierender, ja, kann sich nicht selber sehen, sich nicht selber korrigieren. Ja. Da braucht es einen Blick von außen und das mit der Kamera, das ist sensationell. Sogar unser Tim, unser super Cheftrainer, der ganz, ganz toll trainiert ist, war auch wieder beim Fotoshooting, kam heraus, ups, da stimmt was nicht in der Schulter oben, er ist auch verdreht oben und wir konnten ihn in der Position dann einfach nicht aufnehmen. Also das ist dann auch der einzige Grund, warum bei uns in den Studios dann doch mal ein Handy erlaubt ist. Ganz genau, ne? auf jeden Fall. Also was ich tatsächlich bei mir auch selber merke, wenn ich trainiere, ist, dass ich mir natürlich ganz, ganz primitiv einen Spiegel einfach mit sozusagen oder eine Position suche, wo ich einen Spiegel habe, um genau das zu kontrollieren. Weil man kann es einfach nicht fühlen. Ja? Man fühlt nicht, ob man schief oder gerade steht. Ein Spiegel hilft ganz gut. Idealerweise, manchmal rate ich den Leuten, wenn ich merke, natürlich, die jetzt nicht so trainiert sind und die vielleicht auch nicht so ein Körpergefühl haben, dass sie dann vielleicht ein paar dieser Übungen an geführten Geräten machen. Also dass man sagt, komm, Finger weg von freien Übungen, mach das lieber an einem Gerät, was dir die Bewegungslinie vorgibt und den Radius, dann ist es vielleicht auch nochmal so eine kleine Hilfestellung, ja. Jetzt, Übung ist das richtige Stichwort, weil ich glaube, da haben wir jede Menge Zuhörer gerade, da brennt es unter den Fingernägeln, die danach lechzen, irgendwelche Übungsempfehlungen zu bekommen. Kommt immer wieder auch rein, ich interessiere mich konkret für Übungen, ist Schwimmen eine sehr gute Übung, ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Also was konkret kann man tun, um da präventiv zu arbeiten oder zumindest den Schmerz zu lindern? Ich hab überlegt, ob Barbara als Erste antworten müsste. Ja, lass sie Barbara machen. Ich habe gewartet jetzt, aber das ist ganz klar. Ja? Wir haben dafür gesorgt, dass wir entsprechende Geräte dafür haben. Also das eine, Felix, das hast du eben schon angesprochen, das ist ziemlich wichtig, wenn nämlich jemand nicht weiß, ja, dass er schief ist, der merkt es in einem Trainingsgerät garantiert. Ja, der sagt sich dann auf einmal, das Gerät ist schief. Ja, und das ist nun, weiß Gott, nicht der Fall. Ja, also ich trainiere zum Beispiel sehr gerne im Milon. Ich weiß, dass ich schief bin, ganz leicht schief. Und jedes Mal der Milon korrigiert mich wieder. Ja, und ich schaffe es im Milon tatsächlich, mich gerade zu halten. Welche Maschine nimmst du dann? Ich mache den Circle und bei jeder Übung merke ich dann, also man merkt es natürlich gerade beim Butterfly bei mir. Ja, und da haben mir auch schon mehrere gesagt, du, der Butterfly, der ist, glaube ich, nicht ganz gerade. Und dann habe ich gesagt, okay, aber vielleicht bist du das, ja, der nicht ganz gerade ist. Ja, oder der ist auf der einen Seite stärker als auf der anderen. Ja, das merkst du, weil der Milon arbeitet ja exzentrisch, ja, und konzentrisch zusammen. Und du merkst dann in der Zurückführung, uff, das ist auf der linken Seite viel, viel schwerer als auf der rechten. Ja, und dann kommen die Leute zu mir und sagen, du, da stimmt was nicht bei der Maschine. Ja. Ja, nochmal ganz kurz für die Zuhörer, die jetzt sich fragen, was exzentrisch, konzentrisch ist. Also stellt euch vor, ihr drückt das Gewicht raus und dann drückt ein Gewicht aktiv nochmal zurück. Also es kommt nicht durch die Gewichtsschwerkraft, sondern es kommt wirklich nochmal ein Widerstand aktiv zurück, gegen den ihr arbeiten müsst. Das ist einfach ganz praktisch nochmal erklärt, exzentrisch, konzentrisch. Richtig. Also die Barbara hat es richtig gesagt. Du sagst, empfiehlst auch oft bei solchen Sachen Kräftigungsübungen, geführte Bewegungen und weniger das freie Training. Also es kommt ein bisschen auf den, nee, das würde ich jetzt nicht sagen, aber es kommt auf den, auf die Person drauf an. Ist sie trainingserfahren oder ist sie nicht trainingserfahren? Ja. Also das auf jeden Fall. Und ein Trainingserfahrener kann natürlich immer einseitige Sachen machen. Ja. Du merkst natürlich, wo ist deine schwache Seite, wo ist deine kräftige Seite
Und das musst du aber zusammen am besten mit einem Trainer rausbekommen, weil du alleine ist schwierig. Ja. Und jetzt so pauschal alle möglichen Übungen zu zeigen, ja, ich kann sagen, hier, ich gehe immer mit der Kettlebell einseitig nach oben und ich mache Lunges, ja, mit dem einen Bein, mit dem anderen Bein. Ich merke sofort, wo meine Schwachstellen sind. Ja. Und kann damit sehr viel ausgleichen. Also ja, du sagst pauschal Übungen vorlegen, wäre nicht unbedingt empfehlenswert, Übungen empfehlen, sondern lieber eine Anamnese der Fähigkeiten machen und dann schauen, ja, wo liegt es oder wo sind Defizite. Weil und deswegen auch nicht pauschal Übungen von vornherein verbieten. Das war auch ein Kommentar, besser keine Überkopfübungen. Das sehe ich einfach gar nicht so. Das muss, wenn das angepasst ist im Gewicht und ich nicht Maximalkrafttraining anstrebe mit Langhantelstange über dem Kopf oder dergleichen, dann spricht da nichts dagegen, ja. Ich merke sofort, wenn ich einarmig etwas hochdrücke, auf welcher Seite ist meine starke Seite, wo ist meine schwache Seite, ja. Und wenn ich das weiß, dann trainiere ich meine schwache Seite natürlich ein bisschen mehr. Ja, und das funktioniert gut. Also stimme ich dir, Barbara, auch zu. Also ich denke, es hängt ganz entscheidend von dem Menschen ab, der da trainiert. Ich sehe das oft, dass gerade im Studio zwischen denen, die wirklich so ein bisschen Körpergefühl haben und denen, die es glauben zu haben. Und da sieht man natürlich ganz klar den Unterschied. Und ich bin der Meinung, wenn man jetzt jemanden hat, der überhaupt kein Körpergefühl hat, dann kann der und sollte der wirklich A, natürlich mit einem guten Trainer angewiesen, eingelernt werden und dann vielleicht wirklich am Anfang mit Maschinen arbeiten, die wirklich fehlerverzeihender sind. Aber ich bin der Meinung, dass gerade im Funktionsbereich, also gerade Rumpfbereich, kann man wunderbar funktionstechnisch, finde ich, machen mit Übungen über den Boden, mit körpereigenem Gewicht, isometrische Anspannung. Da bin ich ein Fan geworden, selber aus eigener Erfahrung, mit einem eigenen Problem. Aber das ist ganz individuell. Also ich glaube, pauschal zu sagen, du machst jetzt keine Geräte, nur weil du eine Skoliose hast, du machst mehr Bodenübungen, wäre auch falsch. Also ich glaube, die Mischung macht es aus und ein Milon-Zirkel ist super ergänzend. Vielleicht dann noch eine Kombination aus ein paar Funktionsübungen, dann ist man aufgehoben. Es gibt einfach ein paar Funktionsübungen, wo man sehr, sehr gut merkt, wo ist die schwache Seite, was kann ich nicht. Ja? Und ja, die kann einfach ein Trainer zeigen. Und über diese Übungen kommst du auch dahin, wo ist denn jetzt deine schwache Seite? Ja? Also das merkst du ganz hervorragend. Im Vierfünfer oder im Beckenheben und hebst ein Bein und musst das Becken gerade halten, dann merkst du sofort, wo fällt eine Beckenseite ab. Ja. Der Klassiker ist auch zum Testen, wo ist die Rumpfstabilität, ist eben der klassische Vierfüßlerstand und dann in ein Knie einen Busoball oder eine Schaumstoffplatte runterzulegen und damit die Instabilität ein bisschen zu provozieren. Da kann man sehr schnell sehen, auch an sich selbst, wo plötzlich dann die Defizite sind. Ja, das stimmt. Manchmal noch nicht mal den Wackeluntergrund. Ja, das reicht schon der beste Untergrund, ist richtig. Ich denke nochmal, um aufs Training zurückzukommen, um da auch einen Haken dran zu machen. Es muss individuell sein und am besten noch angeleitet durch einen Trainer. Wenn man jetzt da die Möglichkeit aktuell nicht hat, dass ein Trainer beiseite ist, weil das Studio nicht offen hat. Es gibt ja ein paar Bundesländer, wie zum Beispiel in Hessen, wo man ins Studio gehen kann. Dann empfehle ich dringendst, auch über ein Online-Coaching zu gehen, 1:1 bei einem Trainer, der einem das wirklich auch ganz genau zeigt. Da gibt es mittlerweile zum Beispiel, wir haben das bei uns in unserem Virtual Club super ausgestattet mit einer perfekten Technik, dass der Trainer einen auf einem 90-Zoll-Fernseher auch sieht. Das heißt, der Trainer kann da wirklich auch ins Detail korrigieren, Übungsanweisungen geben. Es ist keine Konserve, die irgendwo bei einem Streamingdienst aufgezeichnet wurde. Ich kann da nur wärmstens für Werbung machen, weil wenn man Probleme hat, dann ist es gerade jetzt, wo man nicht irgendwo hingehen kann, unfassbar wichtig, was zu machen. Und da sollte man jede Möglichkeit ziehen, da dran auch zu arbeiten. Ich wollte auch nur noch mal sagen, damit ein ESG zum Beispiel nicht dauernd rausspringt, ja, ist es wirklich wichtig, dass man Po übt, also Po-Muskulatur hat, ja, und auch Bauchmuskulatur. Ja, also das ist wirklich entscheidend. Also das muss ich nochmal ganz klar betonen, ist natürlich zu glauben, wenn man jetzt nur den Rücken trainiert, das ist natürlich genau der falsche Weg gerade. Wir haben ja die Rumpfmuskulatur und die besagt ja auch vorne wie hinten. Und da werde ich dann auch mal damit konfrontiert. Ich mache ja schon so viele Rückenübungen und Maschinen und hin und her und denke mir, ja, was machst du eigentlich für den Bauchbereich? Also das ist das, was, wie ihr schon richtig sagt, das Körper. Dann kommt häufig Crunches und das ist leider nicht so. Genau.
Ja. Und dann am besten noch eingeklemmte Füße auf der Schrägbank und dann. Oder Klappmesser. Klappmesser, ja. Über 100 Jahren. Okidoki. Wir haben noch sehr, sehr viele Fragen. Ich würde sagen, wir gehen mal nochmal systematisch durch. Von Andrea kam ein bisschen früher im Webinar die Frage: Ist der Schiefstand des Oberkörpers auf eine Skoliose zurückzuführen? Mhm. Im generellen Fall. Generell nicht, aber es ist natürlich so, wie wir es eigentlich dann wahrscheinlich im Verlauf des Webinars schon erklärt haben, kann das durchaus ein Symptom sein. Das, ich glaube, Felix hat es vorhin gesagt, wenn wir den Patientin von hinten anschauen, dann schauen wir uns natürlich auch die Schulterblätter an, wie stehen die, und wir schauen uns auch die Schultern an, und da kommt es nicht selten dazu, dass die eine Schulter tiefer steht als die andere. Und wenn uns das auffällt, dann haben wir Orthopäden natürlich sofort auch im Kopf, es könnte ja eine Skoliose vorliegen, und dann werden wir auch in dieser Richtung weiterhin untersuchen. Aber man sollte natürlich nicht den Fehler machen, jetzt pauschal zu sagen, eine Schulter hängt oder der Oberkörper ist schief, ich habe Skoliose. Na, das ist also es ist nicht so wie bei den Hausärzten. Ja, wenn die Nase läuft, hat man Schnupfen. Das ist bei uns ein bisschen komplizierter. Meine Nase läuft auch, und zwar jeden Tag, aber das liegt am Heuschnupfen. Ja, aber doch wieder Schnupfen am Ende. Absolut. Von der Elisabeth kam eine Frage zum Thema Witwenbuckel. Ist das eine Folge von der Skoliose? Nein. Der Witwenbuckel, wie man im Laienjargon sagt, ist ja das Klassische, wenn man die Leute von der Seite betrachtet und die wirklich einen riesen Buckel haben, und sie sind auch wieder sehr alte Herrschaften, die dann fast eben den Kopf nicht mehr nach oben bringen. Da gibt es verschiedene Ursachen. Also das hat mit der Skoliose primär gar nichts zu tun. Das kann sein, dass mehrere Wirbel eingebrochen sind und die sogenannten Keilwirbel bilden, dass die eben nicht mehr parallel sind, sondern schief, und damit dann, wenn mehrere betroffen sind, die Wirbelsäule nach vorne einfach zusammenklappt. Dann gibt es noch die sogenannte Bechterew-Erkrankung. Das ist was sehr Spezielles. Das ist eine Art, ich sage immer, so eine Art rheumaähnliche Erkrankung am Rücken, der das dann eben, wo der Wirbel sich, die Wirbelsäule sich auch verkrümmt. Aber der Rippenbuckel hat so per se nichts mit der Skoliose zu tun. Okidoki, herzlichen Dank. Und dann kam das Thema auf, es gibt ja so Rückenhaltergurte, ne, die einen in die Position bringen. Was ist davon zu halten? Ist das hilfreich oder eher Unsinn? Ich halte davon gar nichts. Also, ja, okay. Also weil ich würde sagen, das ist echt Quatsch. Ja, also ich glaube, es macht genau das Gegenteil. Weil du arbeitest gegen dieses Rücken gerade ziehen, gegen dieses. Ja, beziehungsweise auch selbst wenn die dich in einer Position ziehen, machen sie insofern das Gegenteil, weil sie die Muskulatur natürlich auch wieder verwöhnen oder unserer Muskulatur suggerieren, dass sie gar nicht so gebraucht wird. Und wir drohen vielleicht sogar eine Schwächung der Muskulatur zu bekommen. Und in aller Regel muss man sagen, ist auch also wir haben ja vorhin über das Korsett gesprochen, ja, wie unangenehm so ein Korsett ist, was irgendwie unseren Körper beeinflussen soll. Und auf der anderen Seite sollen jetzt irgendwelche Gurte es schaffen, unseren Körper hinzukriegen. Wenn das so einfach wäre, dann würden wir so ein Korsett nie wieder benutzen müssen, sondern wir würden das auch mit Gurten oder so machen. Und das funktioniert einfach nicht. Unser Körper ist oftmals viel stärker als diese Gurte, und es hat eher, glaube ich, auch einen negativen und gegenteiligen Effekt. Dem kann ich nur zustimmen. Also diese Gurte und diese rucksackähnlichen Systeme, die es momentan gibt und wo ich tatsächlich in der Woche bestimmt mehrfach darauf angesprochen werde, die muss man ablehnen. Das ist momentan so ein kleiner Marketing-Gag, glaube ich, wo die Leute glauben, man zieht dann so ein System an und es wird einen nach hinten spannen und dann ist man gerade. A, es gebe ich Michael recht, die Muskulatur verkümmert, denn wenn kein Stimulus, also keine Reizung der Muskulatur stattfindet, dann geht jeder Muskel ein. Und dann spätestens dann ist der Muskel weg, dann kommt man automatisch wieder in Schiefstand und müsste dann überlegen, ob man diesen Gurt ein Leben lang trägt, was nicht verträglich ist. Das wollen dann diese Personen natürlich dann auch nicht. Zweitens hat ja immer eine Aktion auch eine Reaktion. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich an einer Stelle am Muskel ziehe, dann verspannt sich vielleicht ein anderer Muskel, der wiederum zeigt eine Reaktion. Das heißt, wenn ich den Gurt ablege, kommt es zu einer Dysbalance, zu einer Asymmetrie, wie Michael gesagt hat. Also eigentlich tatsächlich Finger davon. Es gibt nur ganz, ganz selten Indikationen für solche Korsette oder für solche Gurtsysteme.
Selbst ich verschreibe, wenn ich jetzt eine 80-jährige, 90-jährige alte Omi vor mir habe, die einfach so einen Witwenbuckel hat, dann kann man mal über nachdenken, dass sie vielleicht im Alltag beim Einkaufen ein bisschen mehr eine Aufrichtung hat. Aber das sind die homöopathischen Anteile, wo man sowas wirklich gebrauchen kann. Ansonsten kann ich nur sagen, es hilft nur Training. Rückenmuskulatur auftrainieren, vorne dehnen, ja, und dann kommen wir da schon hin. Also da kann ich nur zustimmen. Also ohne die Eigenverantwortung, die Eigenaktion des Betroffenen, des Patienten, können wir als Ärzte nur A, die Diagnose vielleicht stellen und ihm ein paar Tipps geben und am Rande sagen, was er tun kann. Aber wenn der Patient nicht mitspielt oder der Betroffene, dann ist es frustran und dann können wir auch nur irgendwann mal den Kopf schütteln und ja, viel mehr nicht tun. Ja, ja oder spritzen doch keine Eier. Ja, genau. Michael, Frage an dich, weil ich weiß, du durch den Triathlon bist du auch Läufer, kommt von der Lena. Ich habe seit ungefähr 1,5 Jahren nach längerem Lauftraining zwei bis drei Monate, 3 bis 4 Mal wöchentlich, häufig Schmerzen in der Hüfte, die in ein Bein bis zum Knie ausstrahlen. Der Orthopäde meinte, da hilft nur Pause. Kann das mit der Skoliose zusammenhängen? Also, ja. Ja, es kann auch mit der Skoliose zusammenhängen, wenn sie eine Skoliose hat. Aber es ist natürlich so, es kann auch mit ganz vielen anderen Dingen zusammenhängen. Also es kann muskulär bedingt sein. Es kann sein, dass es eine angeborene leichte Hüftfehlstellung hat. Es kann sein, dass ein spezieller Nerv gereizt ist. Es gibt einen Nerv, der über die Hüfte bis ins Knie geht und somit auch Hüftschmerzen im Knie manchmal suggeriert, der sogenannte Nervus obturatorius. Ja, das ist so eine ganz globale Frage. Also das sind so Fragen, die möchten wir eigentlich gar nicht und können sie auch nicht konkret beantworten, wenn wir die Menschen nicht anfassen. Das sind am Ende auch, das ist so die Limitation auch für Videosprechstunde. Ja, das ist, manchmal muss man einfach Menschen berühren. Aber Michael, jetzt meine ich Michael Remlinger, vielleicht kannst du das ja auch beantworten, wenn sie nur läuft. Das hatten wir ja auch bei dir. Dann fehlt eben die Kraft. Ja, also auf jeden Fall. Also wie der Michael Lehnert, bin ja auch ich sehr aktiv im Bereich vom Triathlon-Training. Und da war für mich schon von Anfang an klar, dass eine wichtigste Komponente wird das Krafttraining sein. Ja, weil oftmals scheitert es nicht an der Ausdauer, dann bei den langen Distanzen, sondern es scheitert an der Muskulatur. Und wenn ich aus der lagenden Schwimmhaltung komme und dann 180 Kilometer in die Position aufs Rad gehe, und dann keine starken Nackenmuskulatur habe und Schultermuskulaturen und Bauch und Rücken und dann nachher von dieser Position ins Laufen muss und hier aufgerichtet bin und dann keine Rumpfmuskulatur habe, dann werde ich irgendwann einsacken. Und wenn ich einsacke, dann ist mein Schritt wieder nicht so lang. Und natürlich läuft das dann irgendwo dahingehend aus, dass ich Schmerzen bekomme. Ja, das ist so oder so. Abgesehen davon, nach den Distanzen wirst du so oder so Schmerzen bekommen. Aber ob das jetzt muskulär bedingt ist oder später dann orthopädisch ausstrahlt, das ist ja nochmal ein Unterschied. Ne? Ich hatte 2,5 Tage Schmerzen und dann war es wieder gut. Also es war Muskelkater. Aber ich hatte danach keine Folgeerkrankungen. Das hängt halt extrem viel zusammen mit Training. Ja? Und desto stärker der Körper und die Muskulatur eben ausgeprägt ist, desto besser kann man bis ins hohe Alter gehen. Das hängt noch nicht mal mit dem Leistungssport zusammen. Ne? Also es geht ja um die einfachen Übungen, halbe Kniebeuge, aufstehen. Ja? Also ich kann das dann auch im hohen Alter noch machen, wenn ich Kraft und Muskulatur habe. Und deswegen ist der Key von allen Sachen, meiner Ansicht nach, wir haben es heute oft gesagt, Krafttraining. Und Mobility, natürlich. Ja. Ja, also das dürfen wir nicht vergessen. Also Stretching Mobility ist auch schon ganz wichtig. Gerade wenn jemand hier 3 bis 4 Mal die Woche läuft, da würde ich auch mal gucken, wie sieht es denn mit Stretching aus. Das ist, ja, das vor ist allen Dingen, du kannst ja nicht ja immer nur lange laufen. Man muss auch mal kürzere Einheiten machen. Man muss vielleicht auch mal eine Laufschule einbauen. Also immer nur auf Distanzen zu gehen und ich laufe immer eine Stunde. Und ich laufe immer nur im GA1-Bereich und also im ganz normalen Grundlagenausdauerbereich, macht halt wenig Sinn, sondern auch beim Laufen, wenn ich das wirklich regelmäßig mache und nicht nur zum Kopf frei bekomme, sondern mich da auch verbessern will, brauche ich genauso einen Trainingsplan wie fürs Krafttraining, genauso einen Trainingsplan fürs Dehnen und für die Mobility-Einheit. Es gehört einfach mit dazu.
pro Abteilung einen Krafttrainingsplan, gezielt Fortschritt erzielen. Und dann habe ich da auch auf jeden Fall Verbesserungen und kann den Sport auch langfristig auf einem guten Niveau ausüben, ohne dass es mir schadet. Felix, du wolltest noch was ergänzen? Ich wollte nochmal zu der Mobility und zu der Dehnung sagen. Es ist für mich mittlerweile elementar, dass wir einfach, klar, wir werden von der Natur aus immer steifer und steifer. Das hängt an vielen biochemischen Vorgängen. Aber die Steifheit, gerade an der Wirbelsäule, ist ja für mich auch das Problem, was viele, viele Menschen immer mit auch nicht nur zunehmendem Alter, auch schon sehr früh zeigen. Und diese Steifheit führt natürlich zu einer ganz vielschichtigen Problematik, von angefangen von den Wirbelgelenken bis zu den Bändern. Da ist die Skoliose noch ein kleines Thema am Rande. Und deswegen ist es unabdingbar, dass man den Leuten beibringt und sagt, pass auf, wenn du schon trainierst und das ist deine einzige Möglichkeit. Ich sage immer, du kannst am Knochen nichts verändern, du kannst nichts an der Bandscheibe verändern, an den Bändern nicht. Das einzige Gewebe, was du verändern kannst, ist der Muskel. Und wenn du das tust, musst du aber bedenken, dass auch die Muskelkraft, der Muskelzug zunimmt. Damit würde auch die Versteifung nicht besser. Das heißt, dieses Dehnen und Stretching und die Mobility. Und deswegen schreibe ich mir auch mal in die Fahne, wenn die Patienten dann zu mir kommen und um Rat fragen, auch zu sagen, dass Dehnungseinheiten gewisser Art, ob es jetzt erstmal mit Hilfe einer dritten Person, wenn man es selber nicht schafft, unabdingbar sind. Und deswegen macht man auch kleine Programme, wo man sagt, pass auf, mach noch ein paar Dehnungsübungen hinterher. Es ist ja eigentlich elementar. Deswegen kann ich nur da zustimmen. Ja, auch gerade das am Anfang auch das Aufdehnen. Aber wir Männer sind ja bekannt, dass Dehnen unsere Lieblingsdisziplin ist vom Training. Ja. Den ganzen Tag. Absolut. Nichts lieber als das. Deswegen haben wir es auch jetzt ein bisschen umgewandelt in Mobility. Das klingt ein bisschen Mobility besser. Und Muskellängentraining klingt noch ein bisschen besser. Ja. Klingt nach Training statt Dehnung. Absolut. Und Stretching klingt so ein bisschen, ja, das macht man im Yoga oder so. Gut. Es gab hier noch die Frage von der Nicole, wie funktionieren Übungen nach Katharina Schroth? Sagt mir persönlich jetzt nichts. Ja, es gibt so spezielle physiotherapeutische Behandlungsstrategien und da hat sich die Katharina Schroth unter anderem ganz besonders hervorgetan, die wir jetzt hier nicht so erläutern können, aber es gibt zum Beispiel eine Katharina Schroth Klinik direkt, die ist in Bad Sobernheim. Da werden also speziell auch Skoliosebehandlungen im Sinne einer stationären oder auch ambulanten Rehabilitationskur gemacht. Und das sind eben Übungen, die schon zum Sinn haben, sozusagen die Gegenstrukturen zu reizen und darüber die andere Struktur zu lockern und dadurch eben auch eine gewisse Lockerheit, Mobility in die Wirbelsäule zu bekommen bei Skoliosen. Aber also durchaus würdest du das positiv bewerten, Michael? Absolut. Also ich kenne sehr viele Patientinnen und Patienten, die dort regelmäßig hingehen, beziehungsweise sich auch eben in der Heimatstadt, wo sie dann wohnen, konkret Therapeuten raussuchen, die diese bestimmte Art der Therapie gelernt haben und eben auch vermitteln können. Das ist so eine Zusatzausbildung, was sie zum Teil auch haben. Das ist absolut sinnvoll, ja. Okidoki. Die kam noch gerade von der Nicole, die Frage, ob die auch im Studio möglich sind. Ich nehme mal an, du meinst damit unsere Studios an sich. Kennst du die Übungen? Ja, ich kenne die Übungen, aber also ich könnte sie jetzt nicht unterrichten oder keiner von uns hat diese Zusatzausbildung, ja. Aber ich weiß nur, dass das ähnlich einer Mobility ist. Ja? Also du versuchst, Muskeln zu lockern durch bestimmte Bewegungen und auch zu dehnen, was das Wichtige bei ihr ist, auch reinzufühlen, welche Seite ist denn jetzt deine schwache Seite, deine kurze Seite. Also es ist ein bisschen so in den Körper reinhören auch. Und das gibt natürlich den Leuten sehr viel Feedback und dass sie dann mit ihrem Körper auch besser umgehen können beim Training. Also dass sie dann mehr merken auch. Okay. Und dann, wir haben ja zwei Ärzte da, kam hier eine Anmerkung. Ärzte empfehlen oft auf Sprünge, Tanzen, Joggen zu verzichten. Meine Erfahrung ist aber, dass es gut tut. Ohne wäre es definitiv schlimmer.
nicht bewegen. Also, die Ärzte kenne ich jetzt erstmal nicht, sage ich mal so, weil Sprünge jetzt bis auf vielleicht bestimmte Einschränkungen, vielleicht gelenkspezifisch, wo ich sage, aber für die Wirbelsäule an sich, wenn die kontrolliert und vielleicht auch mit einer guten Dämpfung passieren, völlig unkritisch sind, ja. Und Laufen genau das gleiche Thema ist. Also klar, exzessives Laufen über mehrere Stunden, das hinterlässt natürlich schon Spuren, das weißt du, Michael. Aber ich sage mal, grundsätzlich meine ich, ist weder Laufen, Radfahren noch Tanzen noch Sprünge in irgendeiner Form kontraproduktiv. Es kann nur sein, dass sie diese berühmt-berüchtigten Boxjumps meint, ja. Und wenn man einen Boxjump natürlich so macht, dass es Pum macht, ja, wenn man aufkommt, richtig hart eben, nicht abgefedert, so wie du das gesagt hast, ja. Ich sag mal, so ein Boxjump, das ist was für Sportler, die wirklich das in jedem Gelenk gut abfedern können über die Muskulatur. Dann darfst du auch einen Boxjump machen. Ansonsten sind Sprünge für mich federnde Sprünge an Ort wie Seilspringen. Aber es ist ein sehr guter Punkt, das sehen wir auch öfters bei uns im Club, dass gerade in diesem Federungsmechanismus, ja, wenn jemand springt, dass in diesem Federungsmechanismus, dass dort noch Mängel sind, ob das jetzt auf die Wirbelsäule geht oder auf andere Strukturen, das ist auch eine andere Frage, gell? Also ob das, ob ich glaube, da gibt es schwächere Strukturen wie Knie oder so etwas, die dann noch eher in Mitleidenschaft gezogen auf Dauer bei solchen Sachen. Leider sind bei vielen die Füße kaputt. Ne? Ja. Und diese, ja. Es ist wie immer, ich muss nicht mit schweren Übungen beginnen, wenn ich die einfachen noch nicht mal kann. Ja, das ist immer so, der alte Fußballtrainer da bei der Frauenfußballmannschaft hat immer gesagt, du musst nicht deine Füße ins TRX hinten reinhängen beim Planking, wenn du es noch nicht mal ohne TRX schaffst. Wenn du auch durchhängst. Ja, das. Ja. Ja, dann besser das Military TRX, wo du mit Stiefeln reingehen kannst. Ja, das ist vielleicht noch. Ja. Okay, ihr vier, so kurzweilig sind eine Stunde und fünf. Und wow, okay. Ich habe auch gerade drauf geguckt und dachte so, wow, da sind wir jetzt echt schon schnell durchgekommen. Und es war heute auch echt viel los hier im Chat. Das hat mir viel Spaß gemacht. Und ich habe versucht, ein paar Sachen so zusammenzuclustern. Einiges habt ihr schon durch das Webinar auch ganz klar vorweggenommen. Wenn jetzt noch bei irgendjemandem was offen ist, wo er sagt, ey, das ist jetzt eine ganz, ganz, ganz dringende Frage, die hätte ich gerne noch beantwortet, ich schicke euch gerne mal kurz meine E-Mail-Adresse rein, dann sendet ihr mir die zu und ich kümmere mich darum, dass die für euch beantwortet wird. Ja, gut. Und wie gesagt, wir sind ja hier verteilt. Der Felix ist in München, der Michael ist freitags in München oft oder meist und sonst unter der Woche in Berlin. Also im Prinzip alle in der Nähe. Also von daher ist das sicher auch ein Kontakt oder auch mal eine Frage möglich. Und man muss auch ganz klar sagen, als Patient ist es oft auch nicht schlecht, sich mal eine zweite Meinung, also vielleicht sogar zu Medizinern, vielleicht so mein Tipp, also ich bin ja, wie gesagt, Ökonom und ich muss aber immer sagen, es ist auch so, wenn man so eine gewisse, über diese Webinare eine gewisse paar Stichworte, also muss dem Arzt jetzt nicht vorgaukeln, man wäre super schlau und wüsste alles, aber so gewisse Vorkenntnisse und auch ein Interesse an seinem Krankheitsbild, glaube ich, kommt bei euch Ärzten auch immer gut an, solange es nicht dogmatisch ist und man denkt, man weiß alles, aber wenn der Patient interessiert ist und auch eine gewisse Vorkenntnis hat oder sich auch mit verschiedenen Sachen auch durchaus Meinung eingeholt hat und euch dort zu gewissen Sachen fragt, kommt das sicher auch für den Arzt gut. Also man als interessierter Patient, oder? Absolut. Es ist immer sehr viel schöner, mit dem Patienten sich im Wissensniveau anzugleichen, ja. Eigentlich ist der schönste Patient, der zu einem kommt, der zur Zweitmeinung kommt, weil der hat nämlich schon ein bisschen was von der Erstmeinung gehört und hat schon die Zeit der Verarbeitung nutzen können, sitzt nicht mehr so aufgeregt vor einem und man hat oftmals einen viel besseren Zugang zu so jemandem. Das ist dann auch am Ende oftmals so, wenn es zum Beispiel um eine OP geht oder so, dass der, wo die Patienten zur Zweitmeinung waren, oftmals auch die Operateure sind, weil der Patient einfach ruhiger in dem Moment umgeht. Also ich mag das und gebe dir recht, es soll nicht dogmatisch sein und er soll mir nicht irgendwas vorschlagen, was gar nicht dazu passt natürlich. Ja, das muss man dann auch manchmal sehen. Aber insgesamt, ich finde das wunderbar.
Ja, kann ich nur zustimmen. Also ohne das Mitspielen des Patienten kommen wir sowieso nicht weiter. Gerade bei diesen konservativen Bereichen meine ich, es muss das Verständnis aufgebracht werden, der Patient muss es akzeptieren und umsetzen. Und wenn ich jetzt jemanden habe, der schon mit dem Verständnis kein Problem hat und einfach auf einer ganz anderen Wellenlänge ist, dann muss man es bleiben lassen. Das ist in der Medizin recht simpel, da kommen wir einfach nicht zusammen. Und das ist natürlich einmal das Transportieren vom Arzt zum Patienten, das ist für mich ganz wichtig, aber ich merke es dann schon recht schnell, ob der Patient wirklich es verstanden hat und auch umsetzen möchte und auch das Interesse da ist. Und das ist immer die halbe Miete, wenn der Patient das signalisiert und sagt, er möchte da was tun, er möchte jetzt einen Muskel aufbauen, möchte beweglich werden, dann tut das auch. Die anderen Patienten, die das jetzt nur einfach aufgedrückt bekommen, hier hast du ein Rezept, gehst zur Physiotherapie, das sind eigentlich nicht die wirklich, die erfolgreich sind. Und deswegen stimme ich dazu. Also das macht Spaß, wenn der Patient in Interaktion eingeht und ein bisschen Vorwissen mitbringt. Das sollte nur nicht unbedingt nur auf Internetbasis und müsste doch Google sein. Das führt dann immer zu ganz abstrusen Ideen und wo ich mir dann sage, na gut, kommen wir vielleicht doch nicht zusammen heute, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich sage mal, ich glaube, wenn der Patient vorinformiert ist und das Interesse mitbringt und den Willen, also den Leidensdruck, heißt Wille auch, das zu verbessern, dann sind die Chancen wirklich gut. Und bereit zu Hausaufgaben auch ist. So ist es. Nur damit geht's. Hausaufgabe ist ein gutes Stichwort. Das gebe ich jetzt allen mit auf, die noch viel Zeit haben. Die können sich circa 53 Stunden Videomaterial zu unterschiedlichsten Themen über unseren Webinaren, die zur Verfügung stehen, anschauen, sich weiterbilden. Nein, Spaß beiseite. Ich habe euch oben mal noch den Link reingemacht für alle, die nochmal nachträglich das ein oder andere Webinar mit aufnehmen wollen. Es sind wirklich gute Sachen mit dabei, gerade auch schon medizinische Themen, die wir behandelt haben. Und auch einiges, was im Line-Up ist für die nächsten 3 Mal, also sprich Montag und Mittwoch. Wir haben ja 2 Webinare in der Woche. Und da geht es nämlich rein, ich schicke euch das mal in den Chat, jetzt am Mittwoch, am Montag, den 26.04. zum Thema alles rund um Trainingsbooster. Also auch da wird es eine spannende Nummer. Dann haben wir in der Runde am Mittwoch, Henrik, Barbara, wieder einen Gast, und zwar die Nina Ruge, die ein Buch geschrieben hat zum Thema Altern wird heilbar. Da ist es. Ist ein Spiegel-Bestseller geworden, und da werden wir mal näher über das Buch sprechen, aber auch vor allen Dingen um den Titel. Wird Altern wirklich heilbar? Also da freue ich mich auch sehr drauf. Ich habe auch gestern gehört, mit Michael Lehner drüber gesprochen. Ich glaube, du bist nächste Woche auch dabei, gell? Also das ist ein interessantes Thema, gell? Bin ich dabei? Als Zuhörer bin ich dabei. Ja, als Zuhörer meine ich, ja. Als genau. Ich würde mir natürlich als erstes die Frage stellen, ist Altern überhaupt eine Krankheit? Also, das ist so. Die Frage ist schon notiert. Die habe ich mir schon notiert hier. Ja. Und am Montag, den 3.5., da sind wir schon im Mai, haben wir ein Thema, auch ein Klassiker, Laktoseintoleranz. Da werden wir mit Tim und Thomas einiges wieder aufschlussreich dazu mit auf den Weg geben. Henrik. Herzlichen Dank. Also mir bleibt gar nicht viel zu sagen. Wir sitzen hier in der Abendsonne so ein bisschen. Das ist ganz schön. Also ich möchte erstmal dir, Felix, und dir, Michael, ganz herzlich danken. Hat richtig Spaß gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich darf das ja so sagen, ihr seid 2 richtig coole Ärzte. Also Ärzte wünscht man sich, mit denen man so gut sprechen kann und wo man das Gefühl hat, auch die sind wirklich interessiert. Wie ihr gesagt habt, das macht uns nach wie vor Bock, Arzt zu sein. Und natürlich habt ihr Patienten, die selber nicht so intrinsisch motiviert sind, aber ihr seid intrinsisch motiviert, und deswegen ist das, glaube ich, auch für unsere Zuhörer heute richtig spannend gewesen, also wie man sich mit den Sachen auseinandersetzt. Und ich danke euch auch, dass ihr euch quasi am Feierabend hier zu uns gesellt und eine Stunde plaudert. Und also uns, glaube ich, darf ich für die Barbara und auch für Michael Remlinger sagen, uns hat es riesig wieder Spaß gemacht, und herzlichen Dank an die Zuhörer, Zuschauer, dass ihr da so fleißig mitmacht. Also wir sind mächtig stolz, auch ob Lockdown oder kein Lockdown, diese Mittwochs-Montags-Reihe, die bleibt bestehen. Und es ist ein Format, wo ich auch jetzt in dem letzten Jahr wirklich viel gelernt habe. Und deswegen auch an euch beide, Felix, Michael, herzlichen Dank. Gerne. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Danke. Danke euch. Dann an alle einen schönen Abend, und ja, bleibt gesund und tut was dafür. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao. Ciao. Ja, ebenfalls. Schöne Grüße aus München.